dass Amin Younes im Sommer von Ajax Amsterdam zum SSC Neapel wechselt, schien trotz des geplatzten Januarwechsels festzustehen. Doch nun ist sich der deutsche Nationalspieler offenbar nicht mehr so sicher. Napoli kündigte an, auf den unterschriebenen Vertrag pochen zu wollen. Präsident Aurelio De Laurentiis verstieg sich in Verschwörungstheorien. Eigentlich stand Younes im Januar schon kurz vor einem vorzeitigen Wechsel nach Neapel. Der Serie A-Spitzenreiter hatte Ajax Amsterdam 5 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler geboten, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Younes sollte für 5,5 Jahre bis 2023 unterschreiben, hatte den Medizincheck schon absolviert, und beim 3:1 Heimsieg des SSC gegen Bologna im Stadio San Paolo bereits auf der Tribüne gesessen. Dann ließ der 24-Jährige den vorzeitigen Wechsel jedoch überraschend noch platzen aus familiären Gründen, wie es hieß. Laut Gazzetta dello Sport sei Younes von der Stadt enttäuscht gewesen und schnell zurück nach Amsterdam gereist. In einem Interview mit De Telegraaf sagte Younes, der wegen Verletzungen in dieser Saison bislang nur 9 Ligapartien absolvierte und am Wochenende in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammelte: "Ich weiß nicht, ob ich im Sommer nach Neapel gehe, das kann ich noch nicht sagen. Der Deal ist aus persönlichen Gründen nicht zustande gekommen. Eine Reihe von Dingen ist passiert, über die ich aber nicht reden möchte. Auch einen Verbleib bei Ajax wolle er nicht ausschließen. Geht es nach dem SSC Neapel, hat Younes allerdings keine Wahl. Der Serie A ist ein von Younes unterzeichneter Vertrag vorgelegt worden, wonach der Spieler ab dem 1. Sollte Younes andere Wege beschreiten, wird er dafür auf finanzieller Ebene die Verantwortung übernehmen müssen. Sollte er einen Vertrag bei einem anderen Club unterzeichnen, droht ihm eine Sperre. Außerdem müsste er den SSC Neapel entschädigen. Der exzentrischen Napoli-Präsident De Laurentiis hatte unlängst ebenfalls gegenüber der Gazzetta eine ganz eigene Theorie zum geplatzten Januar-Transfer zum Besten gegeben. Demnach sollen der FC Bayern München und Juventus Turin, deren Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Andrea Agnelli sich von ihrer Arbeit bei der European Club Association, EK, gut kennen, bei Younes dazwischen gefunkt haben, um den Juve-Rivalen Napoli für die Rückrunde nicht zu stärken. Verstehen Sie? Napoli führt die Tabelle der Serie A nach 23 Spieltagen mit einem Punkt Vorsprung vor Serienmeister Juventus an und träumt vom ersten Meistertitel seit 1990.